Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen, kurzen, knappen Video. Ich habe ein Paketchen bekommen, ich habe es nicht selber gekauft, deswegen steht hier irgendwo Werbung. Da ist eine Firma auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das vielleicht meiner Community zeigen wollen würde. Ich habe es im Stream ja schon mal kurz gezeigt. Jetzt können wir es endlich auspacken. Die Kleine wartet auch schon drauf, dass ich es auspacke. Weil die will es natürlich benutzen. Das ist, wie heißt das? Kickboard heißt das. Ja, wir packen es gleich aus. Da ist auch eine Schwimmbrille mit bei. Also Taucherbrille, Schwimmbrille. Das gibt es halt so mit dieser Meerjungfrau drauf. Und einmal gibt es mit einem Krokodil, einer Robbe und einem Hai. Ich muss sagen, der Hai hat mir auch sehr gut gefallen. Hier seht ihr so denn, dass der Hai. So, dass der Hai. Warte mal, ich muss das. Der Fokus haut hier nicht immer richtig hin. So, hier ist der Hai. Da ist die Robbe. Und da ist ein Krokodil. So. Good for swimming. Training. Ja, das ist gut, da kann sie nämlich. Weil ich habe auch das für 0 bis 3 nicht geeignet, weil ich habe sowas nämlich gesucht. Und dann kam halt, das war wieder irgendwie wie so, bumm, so ein Ding, Mensch, das passt ja. Weil wir sind ja jetzt gerade öfter schwimmen, es ist ja warm und die Kleine ist jetzt 4, wird im Dezember 5. Und wir sind jetzt mit Schwimmärmeln oder dem Schwimmgurt. Ich bin auch am überlegen, ob ich so eine Schwimmweste noch hole. Ich habe mir da so ein paar angeguckt bei Amazon. Da bin ich aber noch. Entschuldigung. Da bin ich noch am überlegen. Aber hier kann sie denn praktisch die Schwimmärmel weglassen. Wenn wir zusammen ins Wasser gehen, legt sich hier rauf und dann kann sie paddeln. Und dadurch kann sie schon mal mit den Füßen das lernen oder halt Frosch mit und so. Und mit den Händen macht sie irgendwas, das kommt dann später. Und vor allen Dingen auch eine Taucherbrille, beziehungsweise eine Schwimmbrille, damit die Augen nicht gleich rot werden bei dem Chlorwasser. Letztens waren wir ziemlich lange im Wasser und da hat sie dann gleich rote Augen gekriegt. Ja. Ach, das wird ja nochmal extra verpackt. Ja. Und dann gehen wir mal hier, machen das mal hier auf. Aber so Sachen muss man nämlich immer erstmal gucken. So. Dann können wir nämlich das Schild hier abmachen. Ja, riecht ein bisschen chemiemäßig. Aber er war ja verpackt. Vom Muster her sieht es, also vom Bild her sieht es sehr gut aus. Hier geht auch nichts ab. Hier rubbel ich nur eher was auf, anstatt ab. Ja, und so sieht es dann halt aus. Ja, die Augen haben sie auch schön gemacht mit den Wimpern und so, finde ich. Und hier oben die Muschel im Haar. Die Augen richtig schön ausgeschnitten, dass man das da halt festhalten kann. Beziehungsweise das Kind dann halt mit den Armen so festhalten kann. Ja, passend zu. Also sieht wirklich sehr gut aus. Und dann hier halt so ein Stück Schwanzflosse. Gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite ist nichts. Gucken wir uns noch die Schwimmbrille an. Ach, die kann man so ja noch zwei Stufen tiefer machen, kleiner machen. Warte mal, das werde ich mal kurz machen. Da muss man hier einfach. So, das so ein bisschen vorschieben hier. So. Und hier auch. Ich mach mal kurz ein Stück. Kleiner, na komm. Will er gerade jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Schräg. Dann muss ich wieder meine Frau machen lassen. Das
macht sich mit meinen dicken Pfoten halt echt nicht so toll. Obwohl, das müsste ja auch. Ich mache nochmal vor. So. Nee, das mittlere reicht eigentlich. Ja. Ist ja auch für Kinder geeignet, also ne, dass da Platz ist. Wir können auch halt praktisch. Warte, ich muss mal. Ja, also hier. Wir können auch noch. Ja, ihr seht das vielleicht. Ja. Da sieht man jetzt schlecht, aber hier ist halt noch ein Pinöpelchen hier. Und hier ist auch noch einer. Also wir könnten hier so ja noch eins weiter rüber. Und hier ist es am untersten. Aber da würde ich dann erstmal warten und bei der Kleinen testen. Guck mal, Platz, Digga. Geh mal in den Kopf. Hier kannst du rein. Ja, geh rein da. Du magst ja doch Karton. Aber auch hier müssten wir dann anpassen, logischerweise. Ich mach mal hier ein bisschen. Aber es geht alles sehr gut. Außer halt an der Nase, das ist aber. Das liegt aber eher an meinen dicken Pfoten. So. Ich mache hier gerade mal so ein bisschen. Ach, hier geht es ja auch noch ein Stück auf der anderen Seite. Da ist es auch eng anliegend. Also praktisch die Schnalle ist halt hier ganz vorne. Ja. Muss man halt das obere hier nur durchziehen. Ja, dann hier durch. So. Weil meine Tochter kommt da eher nach mir. Die hat einen Dickschädel, wie ihr Vater. Also einen ziemlich großen Kopf. So. Aber es stellt sich eigentlich sehr gut ein, geht auch leicht. Ja. Und schon haben wir das größer gemacht. Geht ja auch noch zu dehnen. So. Also am besten einfach mal hier. Das ist nämlich doppelt gemoppelt, damit ihr das seht. Praktisch. Ah, das will er jetzt gerade nicht fokussieren. Also praktisch hier oben, die obere Schlaufe ist das von oben und das ist. Die untere Schlaufe ist dann praktisch das lange Band. So, dann müssen wir das hier mal. So. Das sollte passen. Und wir haben so ja noch Luft da oben, damit wir es noch ein Stück größer machen können. Weil es dehnt sich ja auch. Und es soll ja auch nicht locker auf dem Kopf sein. Es soll ja kein Wasser rinkommen. Auch die Dichtung hier ist schön. Die ist halt hier. Seht ihr das, dass die hier so ein bisschen runter geht? Ja, also dass es nicht. Also ein bisschen wie eine kleine Federung, damit es halt, wenn es an den Augen ist und eng ist, damit es halt verschließt, aber nicht halt blaue Flecke bekommt, dass man da keine blauen Flecke bekommt.
Und auch die Idee, dass man das dann hier so rin macht, finde ich ganz schön. Ja. Ah, da wird sich die kleine Maus freuen. Dann kann die kleine Maus mit der großen Maus schön spielen. Aber für die große würde ich sagen, ist das, glaube ich, eher nicht geeignet. Dafür ist es zu klein. So, aber nichtsdestotrotz, ich werde euch das verlinken. Guckt euch das gerne mal an. Ja, das Preis weiß ich jetzt leider nicht. Ich glaube, 15 Euro waren das oder so. Oder 20. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, gibt es verschiedene. Gibt es auch mit einem Hai. Mit einem Hai sieht ganz süß aus, finde ich eigentlich. Aber für Mädchen halt, das passt einfach. Okay. Ich hoffe, wie gesagt, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen dazu habt, kann ich euch die erst demnächst beantworten, weil die Kleine hat gerade ein bisschen Schnupfen, da können wir nicht bahnen. Aber demnächst gehen wir wieder bahnen und dann an See und da wird sie das dann, da wartet sie ja schon drauf, das will sie ja dann unbedingt benutzen. Da kann ich euch dann auch im nächsten Stream oder so, kann ich euch dann auch mehr dazu sagen, wie es ihr gefallen hat. Ja, und ob also alles gemacht hat, was das soll. Oder ob sie untergegangen ist oder nicht. Aber ich glaube, untergehen tut sie nicht, ich bin ja in der Nähe. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.